Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Da steht der Joker oben drauf, der guckt immer gerne mal runter. Mein Gott. Okay. Ja, hab mal gegen Batman gekämpft. Hat mir den Arm an drei Stellen gebrochen. Aber ich denke, dass der Blitz niemals an einer Stelle zweimal einschlägt. Sieh es nicht als Zeitprüfung, Detektiv, sondern eher als Zeitfolter. Zeit. Wonach suchen wir eigentlich? So. Falle Puller. Diese riesige verdammte Armee lässt niemanden rein. Und ich werde bestimmt nicht testen, ob die jemanden rauslassen. Die machen mir keine Angst. Tja, aber sie machen der echten Armee Angst. Man sollte meinen, die Kavallerie wäre mittlerweile aufgetaucht. Sehr schön. Haben wir das Teil auch fertig. Sehr gut. So, dann noch das da hinten. Mal gucken, was wir da jetzt noch. Ich glaube, das war auch noch mal so ein Nahteil, oder? Könnte es sein, dass so wieder das ist nicht mehr Batmans Revier. Er sollte sich besser dran gewöhnen. Ja, ihr auch. Ja, es ist wieder so nah. Sehr schön. Okay. Da entlang. Gut. Das ist unsere Stadt. Wir sorgen hier für Angst und Schrecken. Na gut. Ich muss halt dann später mal. Na los, komm. Weiter. Sehr gut. Okay. Müssen wir beifahren. Bestes Halloween aller Zeiten. Lass uns ins Kaufhaus gehen und ein paar Kostüme klauen. Kostüme klauen, ja. Noch eine Trophäe. Sehr schön. Na gut. Die Batclaw wird nicht funktionieren, aber ich kann die Winde am Batmobil verwenden. Ja, ich wollte nur die Trophäe schnell holen. Die will ich hochziehen. Genau. Ach, da wird schon noch irgendwer in Gotham sein, den es sich auszurauben lohnt. Nee. Ansonsten gibt's einfach Dresche. Okay. Die Punkte sind verschwunden. Müssen wir das also nochmal. Nochmal machen. Was zum. Die Fledermaus! Er verfolgt uns! Kontakt! Ihr räumt raus, los!
So. Riddler, Vader, solange du noch kannst. Ich sag dir alles, was ich weiß. Muss reichen. Okay. Oh. Hab ich schon gesagt? Aber erstmal will ich das schnell, das so nah fertig machen. Wenn wir Fledermaus fangen, können wir ruhig etwas Spaß haben, bevor wir ihn abliefern. Weg hier, sonst kriegt er uns! Keine Chance! Ah, das geht gerade zurück, die Wege. Na super. Ich glaube, dass ich vielleicht auch an diesem Gas geschnüffelt habe. Schwer zu sagen bei all dem irren Zeug, das hier passiert. So. Weißt du, was das Ding mit Autos macht? Ich will's nicht herausfinden. So, ja, jetzt wird's wieder alles aktiviert. Sehr schön. So. Ich muss wenigstens den Weg hier markieren. Das Ding macht uns platt! Gib Stoff! Mach ja schon! Sieht so aus, als läge es jetzt an Scarecrow. Ha. Ich frage mich, wer wirklich hinter diesem Visier gesteckt hat. Puh. Denkst du, er kannte Batman? So, somit haben wir die Trophäe auch schon mal. Jetzt können wir das nächste Bilderrätsel machen. Okay. So. Das Auto lassen wir einfach jetzt mal hier stehen. So, weiter geht's. Na. Was machen wir, wenn Scarecrow uns nicht bezahlt? Ein Bagatellverfahren einleiten? Er freut sich auf jeden Halloween. Doch dieser Kalenderkiller muss weiterziehen. Hä? Immer dran denken. Wenn ihr Batman seht, schreien und angreifen. Das zieht immer. Bin ich überhaupt in der richtigen... Ja, bin in der richtigen Dings. Na? Nein, ich wollte... Ist das zu fassen? Ich war in Blackgate, im Asylum und in Arkham City. Hab Batman nie zu Gesicht bekommen. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte wohl einfach Glück. Ein Plakat? Nein, das nicht. Auch nicht. Könnte sein, dass er irgendein Plakat meint. Nee, den Getränkeautomat auch nicht. Verfluchte Panikattacken! Nee. Verfluchtes Angstgas! Dabei habe ich kaum was abgekriegt. Meinte das vielleicht? Nö. Nö. Hm. Achtung, das Primärziel soll womöglich lebend gefasst werden. Nein, auch nicht. Sicher. Wenn Scarecrow die Fledermaus unversehrt haben möchte, kann er ihn ja selbst festnehmen. Hey, vielleicht das da hinten? Nee. Hm. Also, sind wir jetzt Scarecrow's Armee? Ich weiß ja, dass wir schon für ihn arbeiten, aber ich hätte gerne eine kleine formelle Anweisung zwischen mir und dem Oberen. So, da oben ist Batman.
Namen hatte. Ich begann die Dinge anders zu sehen. Ich dachte, ich könnte was verändern. Dann hat er das Leben vollends verpasst. Ich war halt jung. Und jetzt bist du hier und willst ihn erledigen. Schon lustig, wie es manchmal läuft. Weil über mir ist gerade der Außenposten, habe ich gesehen. Batman hat das Gas beseitigt. Aber was macht das schon? Scarecrow hat die Stadt erwischt. Jetzt ist klar, keiner ist sicher. Ihr Fahrzeug, Feuer eröffnen! Na gut, halt. Es ist noch nicht zu spät beizutreten. Der Pinguin sucht immer nach neuen Rekruten. Die Bezahlung soll auch nicht schlecht sein. Gleich später. Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Super. Guckt mal. Ich habe schon ewig nichts mehr von Binks gehört. Ich glaube, er ist plötzlich religiös geworden. Okay. Mist. Jetzt habe ich sie natürlich aufgeschreckt, was natürlich nicht sehr klug von mir war. Halt nach der Fledermaus-Ausschau. Ich will nicht wieder überrumpelt werden. So, na gut. Mist. Kommt schon, den kriegen wir klein. Aha, von Joker. Da marschierte von der Joker. Armee rum und selbst die hat von ihn noch nicht. Das heißt, hier müssen wir dann auch nochmal ran. Quizzer? Puzzler? Nein, Riddler, ganz sicher. Ich sag dir doch die ganze Zeit, dass es mehrere gibt. Hast du je vom Clue Master gehört? Du machst Witze, oder? Der Kerl hinterlässt Hinweise am Tatort, keine Rätsel. Die Detonation ist es. Ja, easy. Gott, da habe ich mir gerade Gedanken gemacht, wie ich das freiräume. Wäre gut, wenn du noch ein paar Reserven hast, Batman. Ich will, dass dieser Kampf lange dauert. Oder muss ich da jetzt mit meinem Analysegerät hier ran? Ist das zu fassen? Ich war ein Black Age im Asylum und in Arkham City. Ich hab Batman nie zu Gesicht bekommen. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte wohl einfach Glück. Nee. Ups. Nein. Und vernichten geschehen. Achso. Ach, da wird schon noch irgendwer in Gotham sein, den es sich auszurauben lohnt. Ansonsten gibt's einfach Dresche. Achso, ich hätte dann. Ja. Hm.
weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber keiner der verräterischen Blechmänner wird heute sein versprochenes Herz bekommen. Ja, ja, ja. Ist okay. Ist okay. War auch nicht markiert. Das ist schön. Puh. Kann man auch hier drin runterfahren? Du Trottel, er ist hier! Feinbock! Willst du fahren? Ja, da steht einer. Ich werde mich auf keinen Fall Scarecrow anschließen. Ich... Rede! Solange du noch kannst. Sonst breche ich dir den Schädel auf und hole mir so meine Antworten. Ich rede! Weise Entscheidung. So. Und den nächsten Fundorte. Ja! Wir kriegen wieder mehr, immer mehr. So. Oh, ich sehe gerade 15, 6 und 6. Ach du Kacke. Zwei haben wir davon. Zwei Explosionsteile und wieder ein paar. Oh Gott. Hier brauchen wir, wie gesagt, nur noch zwei Rätsel. Und hier. Oh, noch so viel zu sammeln. Noch so viel zu sammeln. Ich möchte, wie gesagt, eigentlich nicht die Quest oder komplett beenden, sondern ich möchte schon vorher, ja, das alles haben. So gierig bin ich eben halt. Okay. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber irgendwie habe ich die Schnauze voll vom Randalieren. Diese Penner vom Arkham Knight schon verprügelt? Hm. Dann müsste ich hier mal. Oh, Scheiße! Es ist Batman! Bring uns hier raus! Hochfahren? Nochmal. Ich muss noch einen Spielzeugladen ausräumen. Irgendwie verstehe ich das gerade null. Ich habe meinem Jungen gesagt, dass ich ihm ein Geschenk mitbringe. Oh, was ist das denn hier? Okay. Nee, nach oben will ich doch nicht fahren. Wäre doch spaßt. So. Bestes Halloween aller Zeiten. Lass uns ins Kaufhaus gehen und ein paar Kostüme klauen. Genau, hier war's. Hier. Hier haben wir angefangen, genau. So, nochmal ganz in Ruhe. Ging dann hier oben entlang, am Tor entlang. Prediger gehört. Na, mal gucken. Wann geht Scarecrow's Show wieder los? Soll ich jetzt da hochkommen?